Meine Eltern als Genossen und mein Vater als Offizier sowieso hatten unterschreiben müssen, dass sie nicht nach West-Berlin gehen, auch nicht mal durchfahren. Ich habe dann später erfahren, dass meine Mutter das doch einmal mit mir gemacht hat. Meine Schwester lag im Buch im Krankenhaus. Das war ein endlos weiter Weg, wenn man nicht die direkte S-Bahn über Gesundbrunnen nahm. Da hat sie es also mal heimlich gemacht. Aber davor habe ich nicht viel gesehen, außer dass es da auf dem S-Bahnsteig Eis zu kaufen gab. Das war in Ost-Berlin überhaupt also nicht der Fall. Und ich habe dann natürlich gedrängelt, dass ich Eis haben will. Meine Mutter konnte mir nicht sagen, dass sie mir kein Eis kaufen kann, weil dass sie kein Westgeld hatte. Naja, abgesehen von diesem Erlebnis war ich ja nie in West-Berlin, aber ich kannte Kinder, die in West-Berlin, die täglich nach West-Berlin gingen. Zum Beispiel eine Zeit lang machte ich einen gemeinsamen Schulweg mit einem Nachbarmädchen. Und wir liefen zur S-Bahn. Sie fuhr dann nach West-Berlin, ich nach Karlshorst zu meiner Schule. Und auf dem Weg unterhielten wir uns immer. Und dann erzählte sie, dass es in West-Berlin, da gibt es Bananen zu kaufen, jeden Tag und Orangen und irgendwelches Zeug, wo ich gar nicht wusste, was das ist. Naja, und außerdem gab es die bei den Mädchen begehrten glitzernden und echtlacken Steckbilder. Also Stammbuchbilder heißt das, glaube ich, für die Westdeutschen. Steckbilder hieß es im Osten. Und da waren wir natürlich immer ganz scharf drauf. Für ein Weststeckbild mussten wir 10 Oststeckbilder hinblättern. Das ist ungefähr die Relation gewesen, wie nachher Ostmark und Westmark zueinander standen, kurz vor der Vereinigung. Naja, und einerseits war ich da ganz fasziniert, vor allen Dingen auch von den schönen Kleidern, die ich immer anhatte aus West-Berlin. Andererseits hörte ich aber, die kriegt in der Schule Kochunterricht und Handarbeit, Nadelarbeit und Stricken muss sie lernen. Und das fand ich total reaktionär. Also bei uns in der Schule war sowas undenkbar, weil wir kriegten ja beigebracht, Hausarbeit ist etwas, was überwunden werden muss. Ihr müsst das gar nicht mehr lernen. Wenn ihr groß seid, also eure Mütter müssen ja noch kochen, die Armen. Aber wenn ihr groß seid, dann werden die Gerichte alle geliefert und ihr müsst euch mit sowas alles gar nicht mehr befassen. Und da dachte ich, Mann, die Arme, wieso tut die sich das an, ja, dass sie jetzt noch sowas lernen muss, was man doch dann bald gar nicht mehr braucht? Naja, also das war so ein zweischneidiges West-Berlin-Bild. Ja?